Guten Morgen auch zu Hause. Ja, das ist ein frisch ausgewaschener Kaffeefleck hier. Nicht, dass ihr euch wundert, obwohl könnte auch so Style sein, ne? Ja, ein cooler Print. Ich rutsche mal ein bisschen näher an die Kamera ran für den Anfang, dass man es nicht. Ach, das geht auch nicht. Egal. Ich habe gestern Abend bei einem Kollegen von mir, den hatte ich auch in einer Insta-Story verlinkt, der Chris aus Berlin, gesehen, dass der heute eine Klasse unterrichtet, allerdings erst um 10:30 Uhr, glaube ich. Liebe Grüße, Chris. Die auch Sacred Sunday heißt. Ich so, was? So heißt meine Klasse auch. Und dann schrieb er mir zurück, ja, aber so heißen doch alle Anno-Sarah-Sonntagsklassen. Und das war mir so nicht bewusst, dass das mehrere Leute so machen. Denn ich habe das ja irgendwie mal so aus Witz heraus gesagt, so herzlich willkommen zur Kirche, liebe Gemeinde, also zur Yoga-Kirche. Fand er lustig, Yoga-Kirche hatte er noch nicht gehört. Aber es hat ja so etwas von, also was Kirche ja hat, ist dieses halt Zusammenkommen als Gemeinde, natürlich auch als Gemeinde von Gläubigen oder von, ja, von Kirchengängern. Aber auf der anderen Seite natürlich auch diesen totalen sozialen, gemeinschaftlichen Aspekt. Und ich freue mich schon, wenn wir mal wieder zusammen sind. Und den hat Yoga ja eigentlich immer, finde ich. Also natürlich, wenn wir für uns selber auf unserer Matte üben, dann verbinden wir uns vielleicht mit Dingen, die uns selber wichtig sind oder die wir selber gerne an uns verfeinern möchten oder bewusster werden lassen wollen oder verbessern wollen. Aber gerade wenn ich so höre, weshalb die Leute zum Beispiel oder weshalb Schüler halt keinen Online-Unterricht mitmachen, dann ist es ja, weil so diese rauskommen und auch soziale Komponente so ein bisschen fehlt. Und wir haben ja diese Woche schon einmal gesungen am Anfang ein bisschen. Und das würde ich gerne heute auch nochmal machen, denn auch wenn wir uns gegenseitig nicht hören, finde ich, hat Singen halt auch so diesen Charakter von, ah ja, wir kommen zusammen und man muss es oder man, nee, man muss es nicht zusammen machen, aber es ist doch irgendwie schöner, wenn man es gemeinsam und zeitgleich zum Beispiel auch macht. Darum soll es heute so ein bisschen gehen, so für andere halt auch ja, aufzutauchen, also to show up for others, da zu sein und etwas zu tun, um so ein bisschen die Laune auch zu heben. Ich war gestern, nee, vorgestern im Supermarkt, im Bio-Supermarkt und habe mich seit langem mal wieder mit jemandem furchtbar angelegt, so richtig mit Rumschreien am Gemüse, beim Babyspinat. Und es hat mir hinterher so leid getan, dass ich an der Kasse überlegt habe, ob ich hingehen soll und fragen sollte, ob wir uns vertragen sollen. Ja, da war ich irgendwie so ganz friedlich drauf und dachte mir irgendwie so, ja, zu dem Bio-Supermarkt passt das irgendwie gar nicht so gehässig zu sein. Deswegen heute so ein bisschen, ja, für andere da sein, sich bei anderen, ja, für andere stark zu machen oder nett zu sein, um die so ein bisschen mit zu unterstützen. Vielleicht nur durch unser Erscheinen quasi, unser Dasein. Okay, das Mantra, was wir gesungen haben, jetzt machen wir nochmal das gleiche, ach, wartet mal, wir können noch meine Tabla dazu anmachen, Tabla Pro. Und ich muss nochmal einmal ganz kurz üben, also wer das noch nicht kennt. Hey Ma Durga, Hey Ma Durga, Hey Ma Durga, Pahimam. Hey Ma Durga, Hey Ma Durga, Hey Ma Durga, Rakshamam. Also Pahimam und Rakshamam. Wenn ihr die Melodie und den Text habt, könnt ihr direkt mit einstimmen. Ich mache mal das Harmonium noch ein bisschen lauter.
Amen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Takt dazu. Ich hoffe, ihr hört das. Dann macht euch auf ruhigem Wege, in ruhigen Bewegungen in die Rückenlage. Wenn ihr einen Bolster habt,
Legt euch da längst kurz drauf, wenn nicht, kommt einfach so in die Rückenlage. Ups, sorry, das war mein Telefon. Zur Not gehen auch zwei Blöcke oder eine gerollte Decke. Weitet euch ein kleines bisschen die Sitzhöcker und die Oberschenkelrückseiten nach außen, dass der Po schön flächig ist. Dann atmet tief ein und rollt die Schultern etwas nach außen und legt die Arme dann neben dem Bolster ab, schließt die Augen. Super, Kirche, ne? Erstmal Schläfchen machen. War das jetzt die Körpervorderseite, egal ob ihr auf etwas liegt oder einfach nur so die Arme so zur Seite fallen lässt, schön geöffnet ist. Und dann atmen diese Öffnung etwas tiefer, aber ganz langsam ein und natürlich auch aus. Und lasse dich so als erstes von innen erfüllen, vom eigenen Atem. Der Teil deines Selbst ist, der sich in dir als du drückt, aber der Atem, der auch Teil deines großen Ganzen ist, den wir teilen. So noch 4, 5 ruhige Atemzüge. Und dann stell die Füße auf, auch wenn du flach liegst. Weite die Füße etwas nach außen und lass die Knie zusammenfallen. Nimm diese neue Position, um jetzt den Fokus etwas mehr auf die Herzgegend zu richten. Und am Anfang so ein paar ganz einfache Atemmeditationsübungen quasi. Haben wir weiter vertieft. Aber anstatt dich allgemein zu erfüllen mit Atem, stell dir vor, dass mit dem Atem zusammen auch noch etwas so wie so ein Spirit in dich einströmt und sich am Herzen quasi sammelt oder dass das Herz so ein bisschen entzündet quasi, im guten Sinne. So, als würde es dich mitten ins Herz treffen. Und vielleicht hat das Herz in letzter Zeit etwas geschlafen, hatte gar nicht mehr so viele Kontakte mit anderen, vielleicht auch weniger Konflikte, vielleicht auch mehr Konflikte, wer weiß, und ist darüber eingeschlafen. Dann schwing das Becken ein bisschen rüber nach links und lass die Knie nach rechts fallen. Das geht auch auf der Rolle. Und in dieser anderen körperlichen Form, also in dieser anderen Körperform, halte trotzdem den Fokus in der Mitte des Herzens. Nimm den Unterschied wahr, ob das Herz sich anders anfühlt, als in dieser geraden, symmetrischen Lage, der Atem sich anders anfühlt. Und
Und dann streck ruhig mal den linken Arm nach hinten raus. Und mach die linke Körperseite noch ein bisschen länger, von den Fingerspitzen bis zur linken Hüfte. Schieb etwas auseinander. Und ich hoffe, dass ihr in dieser Form jetzt Dehnung spürt. In die Dehnung hinein aktiviert die Bauchmuskeln ein bisschen mehr. Halt also den Herzraum schön aufgedehnt. Aber mit den Bauchmuskeln dreh das Becken und die Knie noch etwas mehr nach rechts. Und wenn du da schon angekommen sein solltest am Boden, dreh den oberen Oberkörper mehr nach links. Verdreh dich quasi mehr. Das macht der Bauch, aber der Atem und der Herzraum bleiben ganz weit. 2, 3 Atemzüge noch. Falte beide Hände am Hinterkopf. Halte den Bauch stark, den Herzraum weit. Und dann komm mit der nächsten Aus- oder mit den nächsten Ausatmungen hoch in so einen Crunch. Und einatmend roll wieder ab. Wer jetzt auf einem Bolster liegt, hat es schön gemütlich, einfach. Schließ dabei ruhig die Augen. Und versucht mal mit jeder Phase des Atems, mit dem Hochkommen, mit dem Runterkommen, mit dem Ein-, mit dem Ausatmen, mit den Pausen dazwischen, diese beiden Qualitäten beizubehalten. Offen und weit zu bleiben, aber trotzdem kraftvoll dich im Raum zu bewegen. Und wenn du das ein oder andere zwischendurch verlierst, überhaupt nicht schlimm, komm einfach mit dem nächsten Atemzug wieder zurück zu diesem Gefühl. Der Atem erfüllt dich, der Atem trifft dich mitten ins Herz. Und darunter sitzt ein starker Bauch, eine starke Körpermitte, die dich bewegt. Noch 3, 4 Mal. Und dann bleibe oben. Das nächste Mal. Halte diese Situation noch einen kleinen Moment aus, oben zu bleiben. Vertiefe den Atem für 2 Atemzüge noch ein bisschen mehr. Spann das Gesicht, vielleicht leichtes Lächeln. Und dann löse langsam auf. Komm mit den Knien wieder zurück in die Mitte. Und streck beide Arme nach hinten aus. Und dann greifen wir so abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand nach hinten und durchaus ein Unterschied war in der rechten und in der linken Körperseite. Okay, Arme wieder ganz zur Seite. Schwing das Becken etwas nach rechts, lass die Knie nach links sinken. Und dann komm erstmal hier an, ohne mit den Armen etwas zu machen, dass die Schultern vom Herzen nach außen fließen und dann nach unten Richtung Boden. Wer mit den Füßen so wegrutscht, ich hakel immer ganz gerne meinen oberen Fuß auf dem unteren ein, dann muss ich nur meine Fußmuskeln ein bisschen anspannen, dann hält das aber. Lass den Atem wieder den inneren Körper erfüllen, schon mal ein bisschen Platz schaffen, Weite schaffen. Erstes Prinzip im Anusara-Yoga. Dann dehnen wir diese Weite noch ein kleines bisschen mehr aus, streck den rechten Arm nach hinten aus. Mach die rechte Körperseite super lang, schiebe sogar etwas die rechte Hüfte weg von den rechten Fingerspitzen. Schließ die Augen und visualisiere die Mitte deiner Brust, den Herzraum.
Und lass dich dort berühren, ganz fokussiert. Ziehe Berührung oder Aufmerksamkeit, lade die dahin ein, ziehe sie quasi an, ziehe den Blitz an. Das hat was mit Absicht zu tun, ne? Sich so zu öffnen, Platz zu schaffen und dann ja, bereit zu sein, sich berühren zu lassen, erfordert Bereitschaft. Super Satz. Vielleicht merkt ihr, dass der Oberkörper etwas nach links wegdreht. Setze zusätzlich Muskelkraft ein, um die Brust wirklich nach oben zu drehen. Bauchkraft ist das. Und die Beine, ohne deine linke Hand zu benutzen, nach rechts zu drehen. Entschuldigung, andersrum. Beine nach links, Oberkörper nach rechts zu drehen. Und dann Länge behalten. Falte. Und wir kräftigen die Muskeln, die uns drehen, die uns dahin führen, dass wir nach oben uns öffnen können. Mal hochkommen und wieder absenken. Wenn möglich, kommen bis zu einem Punkt, der wirklich, wo es anfängt, so ein bisschen zu zittern. Dass wir diesen Muskel oder diese Muskeln auch wirklich trainieren, dass die stärker werden und nicht nur benutzen, sondern ja, auch mit der Absicht üben, noch stärker zu werden und es noch besser hinterher aufdrehen zu können, es anderen zuwenden zu können. Noch 4, 5 Mal. Bleib dann das nächste Mal oben. Halte die Schultern weit, das Gesicht entspannt, den Bauch stark drehen mehr. Ohne Platz für Atem zu verlieren und ohne Fokus im Herzen zu verlieren. Und dann frag dich ruhig, was unterscheidet denn eine Bauchmuskelübung, wenn ich sie für mich mache, für stärkere Bauchmuskeln? Oder wenn ich Bauchmuskelübungen mache, damit ich sie nutzen kann, um mich anderen zuzuwenden, für andere stärker zu werden. Man kann gar nicht nur für andere stärker werden, ne? Man wird dann gleichzeitig auch stark, ey. Alter. 2 Atemzüge, ein bisschen höher kommen, ein bisschen mehr drehen. Und dann löst wieder langsam auf. Öffnet die Arme. Legt alles wieder mittig ab. Und dann ruhig nochmal nach hinten raus, drücken, mit den Händen nach hinten wachsen, so ein bisschen das Becken hin und her schieben. Ah, so, wollen wir uns runterrollen? Was Mut hat Mut, ne? Kommt über eine Seite nach oben. Und dann legt Bolster oder Blöcke oder was auch immer ihr hattet, wenn überhaupt, beiseite und kommt in den hinabschauenden Hund einmal. Mal ausstrecken. Tretet ruhig die Beine als erstes auf, die haben wir heute noch gar nicht bewegt. Aus, tretet die aus. Lasst die Hüfte sich dabei ruhig mitbewegen, sodass auch wieder so ein kleiner Twist entsteht in der Wirbelsäule. Wenn die Schultern, der Brustkorb gerade bleiben und sich die Hüften von Seite zu Seite drehen, haben wir einen Twist.
unterstützt das mit den Bauchmuskeln, auch wenn die Schwerkraft jetzt und die Form der Beine natürlich den Twist machen. Unterstützt das mit dem Bauch, halte den Bauch stark und dreh aktiv die Taille von Seite zu Seite. Könnt ihr für die Füße auch mal schräg aufstellen, abwechseln. Der Oberkörper dreht jeweils in die andere Richtung. Noch einmal jede Seite. Dann komm in der Mitte an. Nach vorne in den Stütz. Und nach vorne und unten in die Bauchlage. Dann leg die Hände unter der Stirn ab, aber halte die Beine direkt aktiv. Streck die Knie und roll die Oberschenkel etwas zueinander, sodass die Beinrückseiten, die Oberschenkelrückseiten wieder etwas breiter werden, wie vorhin im Liegen. Und dann spann den unteren Bauch sanft an, spann das Gesäß an. Und mit der nächsten Einatmung heb den Kopf, drück den Hinterkopf nach hinten und heb das Brustbein nach vorne an, wie in einer Kobra. Aber anstatt die Hände hier zu haben, sind die Arme vorne. Leg sie dahin, wo sie dich nicht hindern, höher zu kommen. Also drück nicht extra runter, aber die Arme hier vorne sind, kleben die so ein bisschen an der Matte fest. Deswegen da ablegen, wo sie gut Platz finden. Und dann zieh die Schulterblätter hinter dem Rücken sanft zusammen. Komm noch ein bisschen höher, atme tief ein. Und mit der Ausatmung senk den Oberkörper wieder ab und bring die Stirn kurz auf die Hände. Machen wir 4-5 Mal so eine kleine Mini-Kobra mit dem Atem zusammen. Schließ ruhig die Augen. Mach dir bewusst, dass es auch wieder dein Herz ist, dass du jetzt im Raum hin und her bewegst sogar. Nicht nur den Fokus hier hältst, sondern das Herz auch noch in einer anderen Körperform quasi hin und her bewegst. Zweimal noch. Dann bleibe mit der Stirn unten und mit der nächsten Einatmung heb das rechte Bein etwas vom Boden ab. Schieb es trotzdem an die Mittellinie heran. Dreh es ein bisschen nach innen ein und dann schieb die Ferse mehr nach hinten raus. Streck den Fuß wieder aus und leg den Fußrücken, die Kniescheibe und die Oberschenkelvorderseite ab. Hebe links, dreh das Bein etwas nach innen ein. Zieh die Zehen ran, schieb durch die Ferse mehr nach hinten. Streck die Zehen wieder aus und leg das Bein etwas eingedreht nach unten ab. Heb den Oberkörper an. Und dann löse die Arme und streck die Arme nach hinten aus. Dreh die Handflächen nach unten. Dreh vielleicht sogar die Handflächen nicht nur nach unten, sondern dann etwas nach außen, sodass die Daumen mehr und mehr nach oben zeigen können. Wie so eine willkommene, also wie so eine, ach, ich vergesse das. Willkommen wäre nicht so. Schultern zurück, Kopf zurück. Dann heb beide Beine dazu nach oben an. Je mehr, je kräftiger unsere Körperrückseite ist, umso offener wird unsere Körpervorderseite. Noch zwei Atemzüge. Dann gib die Hände wieder unter die Stirn, leg die Füße ab und roll den Oberkörper wieder ab, ruh die Rückseite aus und halte die Vorderseite offen. Das ist relativ einfach, wenn man auf dem Boden liegt. Halt den Kopf unten, aber beuge ein Knie und streck ruhig die Zehen nach oben aus. Könnt die Zehen noch spreizen. Halte die Oberschenkel nebeneinander und dann spann das Gesäß an und heb das Knie ein kleines bisschen nach oben vom Boden ab. Atme in Ruhe tief ein, Herzraum erfüllt, ausatmen, spann den Bauch an. Und heb das Bein trotzdem ein bisschen höher.
Und dann nimm den Kopf dazu. Nimm die Schultern etwas mehr nach hinten. Das ist ein halber Bogen. Es ist nicht so einfach, die Stellung, oder? Zwei Atemzüge. Herzraum bleibt offen. Und dann lege langsam wieder ab. Und entspann vor allen Dingen den unteren Rücken. Für die andere Seite halte den Kopf erst noch schwer am Boden. Bleib wirklich entspannt. Beug das linke Knie. Ja, ich habe meinen Kopf nur angehoben, damit er mich besser hört. Mit dem Kopf unten, den Rückenmuskel noch halbwegs entspannt, spann den Bauch vorne an. Schicke trotzdem weichen Atem in den Brustkorb hinein, halte den Herzraum weit, Bauch stark und dann spann das Gesäß mehr an und heb das Knie langsam nach oben an. Und dann nimm vielleicht noch den Kopf hinzu und nimm wahr, wie die ganzen Rückenmuskeln arbeiten, die ganze Körperrückseite arbeitet, zumindest auf der linken oder zur linken Seite hin. Bauch bleibt fest, wenn es möglich ist. Und löst wieder auf. Gib die Hände neben die Rippen. Drück runter, um hochzukommen. Und stütz dich zurück in den Hund. Trete ruhig noch mal ein kleines bisschen die Füße aus. Beweg dich. Und dann hebe einatmend Brustbein und Blick. Und laufe ausatmend nach vorne in die Vorwärtsbeuge. In der Vorwärtsbeuge ist die Rückseite geöffnet und die Vorderseite könnte weich werden. Lass den Kopf los, dann dehnen wir sogar die Nackenmuskeln hinten noch ein bisschen mit. Und dann beug die Knie ein kleines bisschen und lass den Oberkörper im Moment in dieser Dehnung etwas ausbaumeln. Spreiz dafür die Zehen, Füße sind aktiv, Schienbeine, Waden sind aktiv, aber der Oberkörper baumelt. Als Ausgleich zu dem, was wir gerade in der Bauchlage gemacht haben. Und dann streck den Rücken wieder mehr. Komm nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Spann den Bauch jetzt mit an. Mit einer Ausatmung runde wieder nach unten. Einatmend lang. Aus nach unten. Für die nächsten 2, 3 Wiederholungen nutzt den Atem, um von innen heraus erst einmal mehr Fülle zu kreieren, obwohl du dich schon nach vorne streckst. Nun war, ob der Atem die Stellung nochmal verändert, wenn du so atmest, dass du von innen heraus hell und groß wirst. Und dann dich noch streckst. Und dann setz die Hände wieder auf und laufe wieder zurück nach hinten in den Hund. Gib dein rechtes Knie zum Boden, hol den linken Fuß nach vorne, polstert gerne. Könnt zum Beispiel auch das Bolster nehmen zum Polstern. Dann mach den Schritt groß, rechtes Knie weit zurück und komm an die Innenseite vom vorderen Fuß. Und beginn hier ein kleines bisschen die Beine und die Hüften zu bewegen. Auf eine Art und Weise, die Steifheit aus den Hüften und den Beinen, Beinrückseiten holt, vielleicht den Rücken ein bisschen bewegt. Und das ist das, was jetzt offensichtlich ist, ne? Dass alles ein bisschen steif und unbeweglich ist. Was ist, wenn zusätzlich jetzt noch der Atem hinzukommt und den inneren Körper wieder erhellt und erweitert?
Und du, während du die Beine bewegst, den Fokus zum Herzen ziehst. Quasi das Herz in einem Körper, der auch noch zwei Beine unten dran hat, hin und her bewegst durch die Welt. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, warum wir verkörpert sind, verkörpertes Bewusstsein sind, dass wir unseren Spirit durch die Welt tragen können, mit unseren Handlungsorganen, unseren Beinen und unseren Armen und unseren Zungen und unserem Kopf. Andere Seite. Wie verändert sich die Qualität der Bewegung, wenn die Bewegung das Vehikel ist für dein Herz? Nicht nur das physische Herz. Dann ist es eigentlich ziemlich scheißegal, wie die Bewegungen aussehen, oder? Zwei Atemzüge. Und dann einfach nochmal zurück in den Hund. Lass ruhig, falls du Polster hast, einfach liegen. Lauf da drüber, nach vorne in Uttanasana. Beweg das Herz jetzt mit dieser Vorstellung noch ein paar Mal in die halbe Vorwärtsbeuge und in die ganze. Und komm dann nach oben. Streck die Arme nach oben aus. Ups. Und neige einmal rüber nach links. Und nach rechts. Mit voller Intention löse so das an Verklebung, natürlich auf körperlicher Ebene, aber auch je besser der Körper geöffnet ist, umso mehr Platz haben wir für Atem. Und im Atem kann sich auch mehr Bewusstsein im Körper ausdehnen. Nicht nur für uns selbst das Bewusstsein, für den eigenen Körper, sondern auch für das, was wir nach außen weitergeben. Komm in die Mitte und senk die Arme ab. Verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß und greife den linken Fuß hinten mit der Hand. Bring die Oberschenkel parallel nebeneinander. Arme tief ein. Innerer Körper groß, weite den Herzraum, vorne, hinten, ups. Und dann beginne den rechten Fuß etwas mehr in den Boden zu drücken, mit dem Ziel, das Herz weiter weg nach oben anzuheben, als Ganzes, weiter weg vom Boden. Streck vielleicht den rechten Arm nach oben aus und verlängere sogar noch durch die Hand nach oben, durch den Scheitel nach oben. Dann beuge das rechte Bein, kreuze das linke vorne in der 4 und verneig dich einmal nach vorne über die Beine. Jetzt, wo die Arme so nach vorne greifen, und vielleicht der Rücken auch rund wird, weil ihr euch nach vorne beugt. Sucht doch mal wieder ein bisschen mehr Form einzunehmen, in der Weite möglich ist, indem ihr auch die Sitzhöcker nach hinten schiebt, die Schultern weitet, Platz lasst für Atem. Das ist nicht nur anatomisch sinnvoll, sondern vielleicht auch wieder für die Einstellung oder die Intention, mit der ihr übt. Und dann komm hoch, locker ein bisschen und weiter, wechsle die Seite. Spreiz die Zehen vom linken Fuß, sodass du gut stehen kannst. Alles Intention. Wenn das da unten schon nichts wird, dann können wir hier oben noch so viel atmen. Wenn wir umfallen, bringt die ganze Übung nichts. Pragmatisch, ne? Beine nebeneinander.
Halte die Schultern geöffnet. Und dann drück runter und wachse so hoch es geht. Hier ist das Becken, hier ist das Herz, da ist der Kopf. Vom Becken abwärts, drück nach unten. Oh, guck mal. Und dann heb das Herz vom Becken nach oben an, heb den Kopf nach oben an, streck sogar den Arm nach oben aus. Und dieses Anheben des Herzens geht am besten, ihr kommt am höchsten, wenn der Bauch darunter stark bleibt. Wenn ihr hier stark seid, könnt ihr nämlich auch die Rückseite des Herzens nach oben anheben und kommt nicht einfach nur in so eine Rückbeuge hinein. Rückbeuge schafft keine Länge. Länge schaffen wir, wenn wir vorne stark sind, hinten stark sind und nach unten drücken und uns insgesamt mehr anheben. Dann stehende 4. Halte auch den den rechten Fuß aktiv. Dann kommt hoch, beide Füße, streckt beide Arme nach oben aus. Ausatmen, faltet. Lass den Kopf los. Hebt den Hinterkopf an für die halbe Vorwärtsbeuge und macht dann mit rechts einen großen Schritt nach hinten. Bring das Knie auf die Matte oder wieder auf das Polsterding. Wir drehen nach links, rechte Hand am Boden, linke Hand auf dem Knie, bevor wir drehen, Entschuldigung, Arme tief ein. Und dann setzt die Bauchmuskeln ein, um diesen weiten Brust- und Herzraum schön im Raum zu drehen. Beugt dann das hintere Knie, wie vorhin am Boden, greift den Fuß diesmal aber hinten, atme ein. Herzraum bleibt weit, Bauch stark, dreh dich mehr. Komm zurück in die Mitte und wechsle den Fuß. Sehr ruhig Zeit. Wieder erstmal zu atmen, erstes Prinzip. Open to grace, öffne, weite dich für Atem, für beatmendes Bewusstsein, Herzraum weit, Kehle offen und dann mach den Bauch stark und drehe. Hello. Drück das hintere Knie in den Boden, heb die Hüften an, wie gerade in der stehenden 4. Beuge, greife, roll die obere Schulter auch wieder nach außen, wie am Anfang, als wir über dem Bolster gelegen haben und dann den Bauch benutzt haben, um noch mehr das Herz zur Seite zu öffnen. Nimm den Fuß an den Po, mach den Bauch stark und dann beugt das vordere Knie wieder tiefer. Oft habe ich das Gefühl, dass Asana dafür da sind, um Widerstände, die uns daran hindern, uns voll zu öffnen und zu entfalten, verschwinden zu lassen. Und wenn die verschwunden oder wenigstens geschmolzen sind, dann ist dieses Offensein, Großherzigsein eigentlich relativ einfach, naturgegeben quasi. Das, was dann natürlicherweise zum Vorschein kommt. Wenn keine Widerstände im Körper sind, dann stehen wir quasi in Urdhvadhanurasana, in einer ganzen Rückbeuge. Okay, Kraft brauchen wir noch ein bisschen. Gut, löst, kommt in den Hund. Nimm dann das, was vielleicht noch auf der Matte liegt, beiseite. Komm nämlich wieder zurück in die Bauchlage. Halte die Hände diesmal neben den Rippen. Habe ich überhaupt noch ein Bild? Ja. Stell die Zehen hinten einmal auf.
Und dann streck die Beine, sodass die Knie höchstwahrscheinlich wegkommen vom Boden, die Oberschenkel auch. Dreh die Oberschenkel wieder etwas nach innen ein und leg dann die Vorderseite am Boden ab. Atme erstmal tief ein, Oberkörper schön weit. Und ausatmen, mach den Bauch stark. Beug jetzt beide Knie. Nee, gar nicht wahr. Beug dein rechtes Knie, greif den rechten Fuß und wander mit der Hand oben über die Fingerspitzen, über die Zehenspitzen zur Innenseite vom Fuß. So dass deine Handfläche nach außen zeigt. Seht ihr? Arme tief ein. Und dann beugt den Ellenbogen und zieh so den Fuß heran. Man könnte den Ellenbogen auch richtig nach oben drehen und mit der Hand von oben auf den Fuß draufdrücken. Innerer Körper groß und hell. Weite den Herzraum. Komm eventuell ein bisschen wieder in so eine Mini-Kobra hoch. Beugt das linke Knie dazu. Halte den Bauch stark. Heb das linke Knie weg vom Boden an. Heb den Oberkörper höher. Halb Frosch, halb Danurasana. Noch nicht ganz. Löse auf und ruh aus. Andere Seite, greife links. Atme tief ein, innerer Körper hell, als erstes viel mehr nicht. Weite die Schultern ein bisschen und dann spann den Bauch an. Dreh den Ellenbogen nach oben zur Decke, drück von oben auf den Fuß. Dann heb den Oberkörper an. Das ist eine schöne Öffnung auch in der linken Schulter. Ne? Ich hoffe, ihr merkt das, linke Schulter zurück. Okay, Bauch bleibt stark, beugt trotzdem dein rechtes Knie und hebt das Knie dann etwas vom Boden ab. Links ist im Frosch, rechts in Danurasana, das ist der Bogen auf dem Bauch liegend. Streck wieder aus, löse und entspann. Beuge beide Knie, greife beide Füße. Bring die Stirn noch mal kurz zum Boden. Lass die Füße etwas auseinanderfallen und bring die Oberschenkel parallel nebeneinander. Die müssen sich nicht berühren, ne? Hüftgelenksbreit. Spreiz die Zehen. Atme ein, innerer Körper groß, auch wenn du wie so eine Flunder gerade noch auf dem Boden liegst. Nimm die Schultern mehr nach außen, Zehen gespreizt, super starke Füße und Unterschenkel. Mach den Bauch fest. Dann roll die Ellenbogen nach hinten und kick jetzt mit deinen Füßen in die Hände hinein, also streck die Knie quasi mehr und helf dir so hoch in diese in Danurasana mit Knien am Boden. Kleiner Bogen. Okay, wer will, beugt jetzt das rechte Knie in den Frosch und hebt das linke Bein höher nach oben an. Sehr, sehr asymmetrisch. Löse kurz auf, halte die Füße noch weiter fest. Mach kurz die platte Flunder. Andere Seite, Oberschenkel parallel. Aktiviere die Füße, spreiz die Zehen. Atme ein.
Weite die Schultern, richte den Oberkörper auf, schieb die Beine etwas mehr zur Mittellinie zusammen, auch die Unterschenkel, schließ die Füße mehr. Und dann kick nach hinten in die Hände hinein und komm so hoch in den Bogen. Und dann beuge das linke Knie, das kommt wieder zum Boden dann, ne? Und streck, oh, tut das so weh im Knie, sorry. Streck das rechte Bein mehr nach hinten und oben aus, ich mach das jetzt nicht. Wenn ihr es nicht wollt, könnt ihr auch beide Knie ganz beugen und den Frosch machen. Und dann löst auf. Bringt die Arme ruhig nach vorne, unter die Stirn, entspannt den Nacken, entspannt den unteren Rücken, entspannt den Schultergürtel, atmet, lasst euch atmen, lasst euch beatmen. Und dann kommen auf die Unterarme. Drückt die Knie in den Boden, um in den Unterarmstütz auf Knien zu kommen. Weite die Schultern, halt den Hinterkopf angehoben. Knie drücken aktiv runter, dass das Becken nicht irgendwo hier unten hängt, sondern ruhig auf Schulterhöhe. Und obwohl der Bauch jetzt arbeiten muss und wieder andere Muskeln in deinen Schultern, halte den Herzraum offen und den Atem tief. Wer sich unterfordert fühlt, kann natürlich auch die Beine strecken. Wenn du dann merkst, dass es so eine reine Bauchmuskelübung wird und du ja, dieses Gefühl von, ich bleibe innerlich weit, ich möchte eigentlich üben, mein Herz gut durchs Leben zu tragen, wenn es dazu wird, dann vielleicht entscheide dich doch nochmal dazu, die Knie abzusenken. Dann roll von hier aus ruhig auf den linken Arm. Heb den rechten Arm nach oben an. Ist nochmal was anderes für die Schulter und für die Taille. Könnt den oberen Arm auch ausstrecken am Ohr vorbei oder auch einfach mal die Hand über dem Ohr, über dem Kopf baumeln lassen. Andere Seite. Und dann senk die Hüfte ab und komm hoch in einen aufrechten Sitz. Kleiner Scherz. Komm natürlich auch in einen aufrechten Sitz, aber so, dass du vielleicht auch die Kamera siehst. Ach ja. Dann schließ die Augen, leg die Hände entspannt auf den Oberschenkeln ab, den Chin Mudra geben. Dann war es vielleicht, die Hüften ein bisschen weicher sind als vor der Klasse, so dass du den Oberkörper besser aufrichten kannst, so dass du ein einladendes Gefäß bist quasi für mehr Bewusstsein in der Form von Prana, in der grobstofflichen Form von Atem. Oder dass sich durch Atem in dir zeigt. Sich erfüllt werden von Atem. Und dann bring die Aufmerksamkeit in dieser Fülle ganz konzentriert in die Mitte, zur Basis des Brustbeins, zum Herzen.
Leg die Hände in Anjali Mudra dann vor dein Herz. Aber lass die Handgelenke ruhig oder die Unterarme, Herz oder Brust, wenn da noch was zwischen ist, berühren. Also so ein bisschen Kontakt herstellen und dann die Fingerspitzen leicht gespreizt nach außen zeigen. Schließ die Augen wieder. Mach noch eine ganz kleine Mini-Meditation. Innerer Körper weit und groß. Mit jeder Einatmung fokussiere dich im Herzraum. Und mit der Ausatmung strahle hier nach außen aus, repräsentiert durch deine Hände, die wie so Strahlen nach außen zeigen, die Finger. Entscheide selbst, wo das, was du ausatmend nach außen ausstrahlst, wo das ursprünglich herkommt. Kommt das von außen nach innen? Entspringt das aus deinem Herzen? Wo ist die Quelle? Deine Entscheidung. Eine Minute in der Stille, diese kleine Herzatemmeditation. Dann atmet gemeinsam aus, tief ein für einen Ohm. Vor wem, vor was verneigst du dich überhaupt? Dann können wir ein kleines sonntägliches Experiment noch machen. Das ist ganz harmlos. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einmal alle an die Kamera heran und macht doch einmal bitte kurz eure Videos an. Ganz harmlos. Und dann könnt ihr auch euren Ton anmachen. An die anderen. Test. So. Ruhig Ton anmachen. Das ist ganz witzig. Ist kein Muss. Ganz witzig, wenn wir auf drei alle gleichzeitig vielleicht nochmal statt schönen Sonntag, das ist so lang, vielleicht einfach nur Namaste in die Kamera sagen. Anna, kannst du auch dich so hinsetzen, dass man dein Gesicht sieht? Also Anna Dommermuth. Kannst du ein bisschen tiefer kommen mit dem Kopf? Ja, ja, ich musste nur meine Kopfhörer einstöpseln, damit ihr mich hört. Hallo Susanne. Ja. Ja. Ah, jetzt sieht man mich auch nur so halb. Moment, ich habe euch auf leise. Ist ja blöd, dann kann ich euch ja gar nicht hören. So. Moment. Aber das Licht ist hier nicht so gut, oh. Nicht so wie bei dir, Julia. Sorry, jetzt höre ich euch erst. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Euer Ton ist nicht so gut? Nee, das Licht ist nicht so gut wie bei dir. Ach du hast so. Da echt. Ja, ihr müsst die Filter einschalten. Ich hab auch so ja, sieht echt gut aus bei dir. Ne? Ja, und ich habe ja hier auch noch ein paar neue Scheinwerfer. Ne?
So ist besser. Hier ist zu viel von da, seht ihr? Okay, alles klar. Wir sagen einfach nur zum Abschied und zum schönen Sonntag Namaste. Okay, alle gleichzeitig. Das ist lustig. Eins, zwei, drei. Namaste. 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 Naja, das war nicht so gleichzeitig. Wir haben das in Ausbildungsmodulen gemacht, wo dann halt 30 Leute dabei waren. Das war witzig, weil dann halt auch hin und wieder dann andere Bilder aufgepoppt sind und so und kommen lustigsten Sachen zusammen. Alles klar. Es war mäßig lustig, ich weiß. Ja, Sonntag. Das war trotzdem schön. Es war eine sehr schöne Klasse. Und ja, das Mantra ist echt der Hammer. Das ist schon schön. Ne? Ich hoffe, ich habe mir heute nicht zu oft die Wörter verwechselt. Keinmal. Also meines Erachtens keinmal, ja. Ja, aber es ist wirklich eine Konzentrationssache. Es sind nur zwei Worte, ne? Aber trotzdem. Alles klar, habt einen schönen Tag. Bis morgen vielleicht. Ja, auch. Ciao. Tschüss.